schönes Wetter heute, oder? Ja, das ist es, Bob. Und ich bin schon ganz aufgeregt wegen des Sandskulpturenwettbewerbs. Ist der Sand unterwegs? Der ist auf Schleppos Tieflader. Ah, da ist er ja schon. Ich bringe Sand zum Strand. Das ist eine sehr merkwürdige Aufgabe. Wozu brauchen wir Sand, Bob? Den gibt's doch hier. Um Sandskulpturen zu bauen, braucht man ganz besonderen Sand mit eckigen Körnern, vermischt mit Schlick und Lehm. Strandsand ist runder und hat wenig Schlick und Lehm. Weißt du, Herr Brauer meint, Skulpturen aus Bausand halten länger. Ah, okay. Wieso machen Sie und Frau Baugroß nicht selbst welche, Herr Brauer? Wir haben genug Sand und Platz für ein weiteres Team. Oh, um ehrlich zu sein, ich mache mir nicht so gern die Hände schmutzig. Huch, ist das ein echter Edelstein? Oh, dieser? Ja, Wendy. Ich habe diesen höchst wertvollen Ring vom Hochhausener Museum ausgeliehen für den Ball heute Abend. Er ist ein kleines bisschen zu groß, aber er passt so gut zur Farbe meines Kleides. Gut. Vielleicht legen wir jetzt besser los, sonst gibt es später keinen Wettbewerb. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Kommt und lernt uns alle kennen. Das Ziel sind wir der Hit. Wir haben immer viel zu tun, doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt auf, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern, wir geben's, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz auf, schlag ein. Hast du eine offizielle Wettervorhersage für heute, Bob? Schließlich können Wind oder Regen die Skulpturen zerstören. Ich kann mich sehr gerne... Darf ich das machen, Bob? Ich habe eine neue Wetter-App auf meinem Handy. Klar kannst du das, Leo. Dann bist du jetzt offiziell unser Wetterfrosch. Und wie sieht das Wetter für heute aus, junger Mann? Also die App sagt, das Wetter in Hochhausen ist heute wunderbar. Klasse. Aber beobachte das Wetter weiter, falls es sich ändert. Klar, Bob. Willkommen, liebe Teilnehmer, zum Strandskulpturenwettbewerb. Das Thema in diesem Jahr lautet auf dem Meeresgrund. Ach, ich bin so gespannt auf eure Kunstwerke. Und los geht's, lasst eurer Fantasie freien Lauf. Ja! Dort drüben können Sie Ihre Hände waschen, Frau Bürgermeisterin. Ah, na los! Das scheint Spaß zu machen. Was, Wendy? Wir haben noch einen Sandblock übrig und jede Menge Sand. Ja. Wie ist die Wettervorhersage, Leo? Sehr sonnig, Herr Brauer. Oh. Nein, mein Ring! Was ist, Frau Bürgermeisterin? Mein Ring ist mir vom Finger gerutscht. Wir müssen ihn finden, Herr Brauer. Oh. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin, wir werden ihn finden. Wir müssen. Ich muss ihn dem Museum morgen zurückgeben. Und der Ring ist so wertvoll. Ich stand neben Buggy, als er die Sandblöcke gemacht hat. Also muss er in einer der Skulpturen sein. Von mir aus können wir die Skulpturen durchsuchen. Wenn danach noch genug Zeit ist, sie wieder aufzubauen. Wenn es keinem was ausmacht. Oh. Na los, dann suchen wir alle nach dem Ring. Das tut mir sehr leid. Ich war ganz sicher, dass er in einer der Skulpturen ist. Was, Jenny? Ist dir irgendetwas eingefallen? Ich glaube, Sie hatten den Ring noch, als wir mit den Skulpturen angefangen haben. Und deshalb kann er in keinem Sandblock sein. Dann ist er verloren. Weg. Für immer. Ich muss es dem Museum sagen. Bitte sagen Sie meine Teilnahme an dem Ball ab, Herr Brauer. Keine Sorge, ich habe etwas zu Hause und bin sicher, damit werde ich Ihren Ring finden. Frau Bürgermeisterin, Sie gehen zu diesem Ball. Macht jetzt alle mit den Skulpturen weiter. Reicht die Zeit, um noch eine Skulptur zu bauen, Bob? Aber klar, Anton. Wendy, Buggy und ich müssen nur noch zuerst neue Sandblöcke machen. Wir haben 4 neue Sandblöcke. Alle bereit, nochmal anzufangen? Was ist das? Mein Metalldetektor, Buggy. Mit dem finden wir bestimmt den Ring der Bürgermeisterin. Oh, und wie geht das? Oh,
Ich weiß nicht. Irgendwie fällt mir zum Thema auf dem Meeresgrund nichts wirklich Außergewöhnliches ein. Tja, und was machen wir nun? Mir fällt nur ein riesiger Ring ein. Oh. Entschuldigung, es ist nur eine Getränkedose. Oh. Was sagt denn die Wettervorhersage? Sieht so aus, als würde ein Sturm aufziehen. Ich habe gerade noch alles gecheckt. Hier, siehst du? Leo, das hier ist doch die Vorhersage für morgen. Dass die Sonne morgen scheint, hilft uns für heute aber nicht viel weiter. Wie sieht's denn jetzt aus? Das sind die Wetteraussichten für heute, siehst du? Oh nein! Bob, ich habe die Wettervorhersage für morgen gecheckt. Für heute ist ein Riesensturm angesagt, genau jetzt! Was machen wir mit den Skulpturen? Die werden schon wieder zerstört. Ich habe eine Plane, die wir drüber spannen könnten. Aber sie müsste unten befestigt werden. Hm, wie nur? Was haben wir noch in der Werkstatt? Nur die anderen Fahrzeuge. Das ist es, Leo! Also, Team, wir müssen die Sandskulpturen absichern. Können wir sie retten? Jo, wir retten sie! Fahrzeuge kommen klar in dem Sturm, Bob. Keine Sorge, die schaffen das. Wo ist Herr Brauer? Ich bin immer noch aus Metall, Herr Brauer. Ach, richtig. Entschuldige, Philipp. Seid ihr alle okay? Ach. Uns geht's gut. Ich hatte ein schönes Nickerchen. Ich war noch nie so dreckig. In meinem ganzen Leben nicht. Alles in Ordnung, Bob. Gut, dann sehen wir uns jetzt mal die Sandskulpturen an. Ja! Was für ein Glück. Wie lange haben wir denn Zeit, sie fertig zu machen? Nur 10 Minuten. Diesmal bin ich ganz sicher. Was können wir in 10 Minuten machen? Das ist fantastisch. Danke. Also die Idee kam von Papa. Gut gemacht. Wunderschön. Super! Sehr beeindruckend. Fantastisch! Das habt ihr toll gemacht, wirklich. Also? Tada! Oh. Egal, dabei sein ist alles, was zählt. Hä? Also, Wendy, ich glaube, Sandskulpturen zu bauen ist nicht so unsere Sache. Wir kommen jetzt zur Auszeichnung unserer Gewinner. Leo und Charlie. Huh? Ja, gut gemacht. Gratuliere. Dankeschön. Entschuldigung, Frau Bürgermeisterin. Hier ist ein Wasserhahn, da können Sie Ihre Hände waschen. Sehen Sie mal. Das glaube ich jetzt nicht. Es tut mir so leid, Frau Bürgermeisterin. Ich konnte Ihren Ring einfach nicht... Mein Ring. Er muss mir runtergerutscht sein, als ich mir die Hände gewaschen habe. Oh. Herr Brauer, nun stehen Sie nicht herum und starren mich an. Ich muss dringend zu meinem Ball. Ja, Frau Bürgermeisterin. Herr
Herr Brauer, Sie machen sich zu viele Sorgen. Ja. Was halten Sie von einer Tasse Tee? Guten Morgen, Team. Guten Morgen, Bob. Heute werden wir mit dem Abriss fertig. Wenn die Fabrik erstmal weg ist, können wir endlich anfangen, das neue Hochhaus zu bauen, Freunde. Toll! Ich mach gern Dinge kaputt. Das macht so viel Spaß. Buggy. Obwohl es nicht so viel Spaß macht, wie Dinge aufzubauen, wollte ich sagen. Dieser Schornstein ist sehr hoch. Wie sollen wir den überhaupt abreißen, Bob? Oh, wir werden ihn nicht abreißen. Unser Plan ist, ihn wegzusprengen. Ja, mit Sprengstoff. Kaboom! Wir werden sehr vorsichtig sein mit dem Sprengstoff, Leo. Oh ja, natürlich. Sollen wir wirklich Sprengstoff nehmen? Das klingt sehr gefährlich. Tja, wir hatten neulich eine Schulung zum Abriss von Häusern und wir haben ein Zeugnis, das uns erlaubt, Sprengstoff bei der Arbeit zu benutzen. Wow! Ein Zeugnis, um Dinge zu sprengen? Ich will auch so eins! Aber gibt es bei der Explosion nicht einen großen Knall? Ich mag es gar nicht, wenn es so laut wird. Aber ich mag es! Groß und laut! Kaboom! Oh, Buggy! Also, Team, was meint ihr? Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Und lernt uns alle kennen. Das Team sind viele Hits. Wir haben immer viel zu tun. Doch jeder hilft dir mit. Jeder ruft jetzt laut, schlag ein, jeder klatscht im Takt. Die besten Freunde helfen gern. Wir geben, was wir können. Wir sind ein Team, 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 Team. Jeder ruft ganz laut, schlag ein. Okay, Team, ihr arbeitet an den Innenwänden und den Stahlträgern hier am Haupteingang. Wendy und ich werden den Seiteneingang am anderen Ende abreißen. Mit Sprengstoff? Noch nicht. Immer eins nach dem anderen. Klaro, Bob. Ha! Nichts und niemand kann dem Abrissbuggy widerstehen. Was sollen die? Sag schon. Dieser plötzliche Krach hat mich furchtbar erschreckt. Ich sagte euch ja, ich mag es nicht, wenn es laut wird. Aber wir graben und bauen und heben, Heppo. Wir machen doch immer laute Geräusche. Ich weiß, aber ich muss immer an den Schornstein und die Explosion denken. Und dann wird es mega laut. Hör mal. Kaboom! So etwa. Hör bitte auf damit. Was? Nicht mal ein Kaboom? Ich mag das einfach nicht. Alles in Ordnung, Heppo? Ja, nein. Weißt du, ich erschrecke mich andauernd, um ehrlich zu sein. Und Buggy ist nicht gerade hilfreich. Was? Was habe ich getan? Ich habe nur den Da-da-da-da benutzt, so wie immer. Du meinst den Bohrer. Ich liebe den Da-da-da-da. Ja, das tust du. Kommt, einer fährt weg. Perfekte Planung. Willst du die Träger nehmen, Schleppo? Ich kümmere mich später darum. Stapel sie erstmal übereinander. Oh, Buggy, hör auf damit. Das war ich doch gar nicht. Schleppo hat den Krach gemacht. Das nennst du Krach? Ich weiß noch, als ich quer durch Island fuhr und nur einen Vulkan als Gesellschaft hatte. Also das war laut.
Ich fahre jetzt und arbeite da, wo es leiser ist. Vielleicht brauchen Bob und Wendy etwas Hilfe. Und Abrissbuggy reißt weiter Wände ab. Aufgepasst, ich komme! Bob! Bob? Wendy? Alles in Ordnung? Hast du dir wehgetan? Ich glaube, noch mehr Aufregungen ertrage ich heute nicht. Du musst ein bisschen besser aufpassen. Wir waren gerade dabei, die Wände abzureißen, als du gekommen bist. Ich wollte nur wissen, ob es einen ruhigeren Platz zum Arbeiten gibt. Ruhiger? Wir bohren, hämmern, zerschlagen Dinge. Da ist es nun mal laut. Das klingt nicht nach dir, Heppo. Was ist los? Ich glaube, ich bin etwas aufgeregt, weil der Schornstein gesprengt werden soll. Das wird auch sehr laut werden. Aber bis dahin ist der Rest fertig. Wir sagen dir Bescheid, wenn es soweit ist. Du musst keine Angst haben. Okay, Bob. Ich werde es versuchen. Hast du schon die Träger zur Seite gelegt? Schleppo will sie zum Recyclinghof bringen. Einige fehlen noch. Danke, Bob. Buggy? Bist du hier irgendwo? Abriss, Buggy! Oh, Gott sei Dank. Jetzt beruhige dich, Heppo. Das war doch nur ein Spaß. Aber das war nicht lustig, Buggy. Was ist passiert? Ich habe mir einen Spaß mit Heppo erlaubt, aber ich glaube, es war wohl ein Kaboom zu viel. Buggy, du solltest keinen Quatsch machen, wenn wir Häuser abreißen. Ich weiß, Wendy, aber ich konnte mich nicht zurückhalten. Und jetzt sieh dir an, was ich getan habe. Jetzt haben wir ein Problem. Der Schornstein hat auf der Seite ein Loch. Wenn wir ihn sprengen, fällt er auf die Straße. Oh nein! Heißt das etwa, du kannst ihn nicht sprengen, Bob? Wir können ihn nur mit Sprengstoff sicher zum Einsturz bringen, Heppo. Aber zuerst müssen wir dafür sorgen, dass er zur richtigen Seite fällt. Also müssen wir erstmal das Loch dicht machen. Wir müssen ein Gerüst bauen, um da ranzukommen. Wir helfen euch, Bob. Ja, und ich mache auch keinen Quatsch mehr. Das verspreche ich. Okay, Team. Um den Schornstein müssen wir uns zuerst kümmern. Wir beeilen uns, aber wir sind vorsichtig. Verstanden, Bob. Verstanden, klar, Bob. Gesichert, Wendy. Sehr gut, Freunde. Und der Kasten da macht den großen Knall? Das ist der Zünder, der die Sprengung auslöst. Wir müssen nur die Kabel anschließen und dann kann es losgehen. Okay. Oh. Keine Sorge, das Kaboom wird sicher nicht so laut sein, wie du denkst. Heppo, es tut mir leid, dass ich dir Angst gemacht habe. Das wollte ich nicht. Ist schon gut, Buggy. Aber ich muss mich darauf vorbereiten, weißt du? Super Idee. Tief atmen, ein und aus. Denk an was Schönes. Zum Beispiel Kätzchen und Häschen? Ja, ganz genau. Ist alles fertig. Schalte den Alarm ein, Wendy. Es geht los. Alle zusammen. 5, 4, 3, 2, 1. Ja! Wir haben's geschafft, Bob. Gute Arbeit. Ich bin echt froh. Das war gar nicht so laut, wie ich gedacht hatte. Also ehrlich, du hattest recht, Buggy. Das war wirklich aufregend. Buggy? Buggy? Wo bist du? Ist es vorbei?
Es war fantastisch. Hast du es nicht gesehen? Nein. Ich hab's nur gehört. Also, Team, es geht weiter. Wir müssen hier aufräumen. Komm schon, Buggy, ist alles in Ordnung. Der große Knall ist vorbei. Heute gibt's keine lauten Geräusche mehr. Wenn du es sagst, Heppo.